Das Bild ist da, aber Sie stehen ja auf dem Kopf. Ja, das ist schon besser. Ich sollte doch etwas Bestimmtes... Ach ja, hallo und herzlich willkommen im Wobis Virtual Space. Ich zeige Ihnen nun, was Sie alles... Hey, kennen Sie schon das Adventure-Spiel Space Bermuda? Sie schlüpfen in die Rolle eines Space-Agenten, der auf einer geheimen Weltraumstation das Verschwinden wertvoller Neurocomputer aufklären soll. Und das geht nur mit Intelligenz. In Space Bermuda ist das Knobeln und das Lösen von Rätseln wichtiger als ein schneller Finger am Abzug. Also genau das Richtige für mich. Sie können sich in vielen Räumen frei drehen und umsehen. Dabei gibt der Mauscursor stets wichtige Hinweise zu den Aktionsmöglichkeiten. Wenn Sie im schnelllebigen Computermarkt up-to-date bleiben wollen, gehört ein Besuch im Innovation Center zum Pflichtprogramm. Hier zeige ich Ihnen in meiner Multimedia-Show brandneue, topaktuelle PC-Produkte und Innovationen. Das geht ganz einfach. Wenn Sie im linken Display auf ein Produkt klicken, beginnt rechts sofort die Vorstellung. Sie können meine Show jederzeit unterbrechen oder neu starten. Products. Produktinformationen und PC-Beratung pur. Schalten Sie im linken Display auf Hard oder Software und wählen Sie eine Produktgruppe aus. Jetzt können Sie durch die Produkte blättern und aktivieren Sie das Configuration Center und stellen... Das ist Wobis Filialen in... So viel ist klar. Wir von Wobis sind auch nach dem PC-Kauf noch für Sie da. Wenn PC-Experten richtig in Fahrt kommen, dann hagelt es Fachbegriff.
Den Highscreen Alpha 5000 hätte ich auch gerne. Mein Highscreen LeBook Pre. Highscreen Flats. Highscreen MS17R. Der Sie fragen sich bestimmt, warum es jetzt sogar einen Stereo-Farbfernseher bei Wobis gibt. Ganz einfach, weil Sie ihn direkt an Ihren PC anschließen können. Die Booster Family. Viele Produkte, eine Familie. Von 3D-Grafik über Soundkarte, Highspeed-Modem bis zur ISDN-Karte. Hervorragende Qualität zum günstigen Preis. Der 3D-Grafik-Booster ist nicht nur eine hervorragende 64-Bit-Grafikkarte, sondern aufgrund der integrierten 2D- und 3D-Beschleuniger auch bestens für die neuesten Action-Games geeignet. Für die Soundfreaks unter Ihnen habe ich gleich drei Karten im Programm. Ankommende Nachricht von Earth Nations wird auf Vidscreen gebracht. Identifikation des Senders: General Elliot, Sonderbeauftragter der Earth Nations für koloniale Angelegenheiten. Status der Nachricht: Cosmic Top Secret. Commander, es tut mir leid, dass ich Ihnen diese Mission nicht persönlich mitteilen konnte. Aber die Zeit war zu knapp. Ich nehme an, Sie haben davon gehört, dass die Kolonieplaneten Terra 2, 3 und 4 zur Besiedelung mit der neuen Generation Neurocomputer ausgerüstet werden. Diese Computer sind äußerst wertvoll. Sie sind speziell für ihren Einsatz auf der Kolonie konfiguriert. Die Kolonien brauchen je nach Einsatzgebiet die Neurocoms meist sehr schnell. Also werden sie von einer Raumstation aus mit den Neurocoms beliefert. Diese Raumstation, sie heißt Capella, ist streng geheim. Da die Computer extrem wertvoll sind, schließlich hat jeder von ihnen das Wissen der Menschheit gespeichert, wurde Capella in den verbotenen Sektor verlegt. Die Versendung erfolgt mit Lichtgeschwindigkeitstransportern. Außerhalb des verbotenen Sektors wird jede Lieferung Subraum überwacht. Und trotzdem sind in den letzten 10 Tagen vier Lieferungen noch im verbotenen Sektor verschwunden. Unsere Überwachung hat weder innerhalb noch außerhalb auch nur die kleinste Bewegung registriert. Niemand. Kein Söldner, kein Pirat. Nicht ein einziger Meteor. Die Transporter sind einfach weg. Zu Ihrem Auftrag. Für den Mission Chip ist Ihr Gleiter mit Kurs auf Capella programmiert. Mit dem Andocken wird es übrigens Probleme geben, da Ihr Schiff zu klein für den Traktorstrahl ist. Aber über die Karte mit dem Chip erhalten Sie alle Berechtigungen, die Sie benötigen. Finden Sie heraus, was mit den Lieferungen passiert ist, und stoppen Sie es.
Capella ist vollkommen unbemannt. Sie sind also ganz auf sich allein gestellt. Und was immer auch mit den Lieferungen der Neurocoms geschieht, derjenige, der dafür verantwortlich ist, macht das ziemlich schlau. Viel Glück, Commander. Nachrichtenübersendung beendet. Immer locker bleiben, General. Wenn du nicht willst, dass man dir dein Spielzeug klaut, bin ich der richtige Mann für dich. Oh Mann, bin ich da gerade zum Nachtwächter für einen Haufen Luxusplatinen ernannt worden? Raumschiff wird von Traktorstrahl des Zielobjektes Capella erfasst. Es lebe die Hochtechnologie. Wenn's drauf ankommt, muss man doch alles selber machen. Schaukeln wir das Baby mal in die Wiege. Manuelles Andocken erfolgreich abgeschlossen. Ja, wer sagt's denn? Geht doch nichts über echte Handarbeit. Dies ist der Zugang. Aktive Computerhilfe sofort abschalten und nur auf Aufforderung oder in Hilfe Priorität Alpha aktivieren. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Computer. Mein Neutronenphaser. Damit kriegt man alles klein. Nur nicht jetzt. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Widscreen deaktiviert. Vielleicht beim nächsten Mal. Der Missing Chip weiß alles und kann nix. Der Missing Chip weiß alles und kann nix. Es wurden keine neuen Nachrichten empfangen. Entriegelung des Ausstiegs. Außenatmosphäre bedingt lebenserhaltend. Alle Systeme aktiv und intakt. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Alle Systeme aktiv und intakt. Alle Systeme aktiv und intakt. Es wurden keine neuen Nachrichten empfangen. Alle Systeme aktiv und intakt. Es wurden keine neuen Nachrichten empfangen. Vielleicht beim nächsten Mal. Deaktiviert. Einmal Handsteuerung reicht für heute. Aktive. Mein Neutronenphaser. Damit kriegt man alles klein. Nur nicht jetzt.
Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Der Missenchip weiß alles und mein Neutronenphaser. Damit kriegt man alles klein. Aktive Computerhilfe abgeschaltet. Aktive Computerhilfe abgeschaltet.